Ich glaube, wir beide wären ein starkes Team. Mhm. Wo ist die Justice League, wenn man sie braucht? Dein Gefängnis war zu schwach für uns. Katzhasse, ich begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Lego DC Super Villains. Hier auf Katze, der Kanal für Kinder. Oh, wer seid ihr denn? Ich habe kein Wort verstanden. Ihr etwa? Sieht aus, als wolltet ihr einen Zaubertrick sehen. Okay, naja. Essen komische, fliegende Gegner. Insekten, wie auch immer. Meine Lieben, hier gibt's einen Hinweis. Wenn euch Lego DC gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze, der Kanal für Kinder, damit ihr keine spannenden und lustigen Videos mehr verpasst. Feuer! Das gefällt mir! Hey, darf ich mir das ausbauen, wenn du damit fertig bist, Mr. Dämon? Okay, komische Gegner hier, aber wir sind zu dritt. Harley, Quinn, Joker und Keksechse. Oh, schaut mal, hier geht die Mission also weiter. Das können nie im Leben alles Zufälle sein. Die Justice League hätte davon gehört, sie sollten hier sein. Und zwar jetzt sind sie aber nicht. Wir stecken in Schwierigkeiten. Entweder gibt es die Justice League nicht mehr, oder dass die Justice League auf einer Mission ist, wie das Syndicate behauptet, stimmt nicht. Du meinst, das Syndicate lügt? Aber sind sie nicht Helden? Sehen wir uns Clarkson mal näher an. Was immer er berichtet, das Gegenteil muss stimmen. Selbst der Artikel, dass ein Alligator kein gutes Haustier ist? Gut, damit hatte er recht. Komm schon. Oh weia, das ist ja riesig hier. Komm schon, Mr. J, hier ist es zu seltsam, selbst für mich. Ich liebe es, das Chaos ist so belebend, perfekt für mich. Wenn du das sagst. Okay, hier geht es also weiter mit Joker, Harley Quinn und Keksechse. Wir haben hier irgendwie... Wow! Wollt doch mal sehen, ob jemand zu Hause ist. Da bin ich etwas zu schnell gelaufen mit Joker. Ja, wir haben hier eine Festung erreicht. Ein großer Turm. Irgendjemand wird hier noch leben. Wahrscheinlich. Irgendjemand wohnt hier. Und die Person wird heute von uns besucht. Ein Problem für den Clownprinzen des Verbrechens. So, Clownprinz Joker, was hast du denn da entdeckt? Ich glaube, das ist etwas für Keksechse. Nur sie kann da durch. So, dann Achtung, wir gehen da mal durch und schwupps, kommen wir irgendwo anders raus. Oh, da haben wir etwas zum Explodieren gebracht. Ein Schalter, der anscheinend nichts bringt. Ah doch. Eine Brücke wird nicht ganz gebaut, zum Teil. Wahrscheinlich gibt es hier noch einen zweiten Schalter, wir schauen mal nach. Und werden mal hier etwas zusammenbauen. Was ist das? Ein Propeller. Okay, das ist ganz cool. Oh! Aber es gefällt mir absolut nicht. Da ist noch ein Schalter. So, spring drauf, Harley. Warum geht das Springen irgendwie nicht? Ah, jetzt. So, mal sehen. Jetzt wird die Brücke wahrscheinlich vollständig gebaut. Ja, perfekt. Aber hat jemand einen Schlüssel für die Tür da vorne? Also ich nicht. Vielleicht Keksechse oder Joker. Mal sehen. Ah ja, wir brauchen Joker. Oder Harley, die jetzt ein Graffiti drauf sprühen. Ein schönes, kleines Dreieck. Einmal schön drauf, sehr gut. Und was ist das denn? Hier wohnt die Fliegenfamilie. Oder die Insektenfamilie. Irgendetwas soll das ja darstellen. Was genau, das weiß niemand so recht, aber egal. Okay, Keksechse. Was findest du denn hier? Außer Krempel... Scheint es hier nicht unbedingt etwas Tolles oder Wichtiges zu geben. Au! Was war das denn? Okay. Was ist das hier? Oh, wir kriegen eine neue Fähigkeit! Wow, wie cool! So, Achtung. Jetzt müssen wir dazu erstmal wieder diese Energiekreise sammeln, diese Energiebälle. So, ein Energieball fehlt mir noch. Wir haben alle. Perfekt. Eine neue Fähigkeit für Keksechse. Und unsere Fähigkeit sieht wie aus?
Chlorokinese und Erdzugang. Also das, was Poison Ivy auch kann, das kann jetzt auch Keksechse. Sehr vielseitig, der Charakter. Sehr cool. Halt! Was passiert damit, Captain? Bleib mal Nase! Damit wohl mehr Superkräfte. Hast du denn überhaupt nicht aufgepasst, Mr. J? Oh, Superkräfte, ja? Okay, Quasselstrippe. Lass mal sehen. Ja, Joker, mein Lieber, schau mal, was ich jetzt kann. Joker wusste gar nicht, dass wir Kräfte sammeln können. Ja, Ivy wäre wirklich stolz darauf. Da bin ich mir ziemlich sicher, Harley. Aber hier gibt es bestimmt etwas, um weiterzukommen. Und diese Blumenfähigkeit, die wir haben, scheint hier in dieser, ich sage mal, Insektenwelt, auf diesem roten Insektenplaneten gar nicht mal so schlecht zu sein. So, ich ziehe hier mal dran. Auch ich besitze einen Enterhaken, einen Greifhaken. Und da kommt nichts raus, oder? Was ist das für eine Maschine? Oh! Also die Maschine wollte ich eigentlich nicht kaputt machen. Oh, ein Flammenwerfer, der hier die ganzen Pflanzen zu brutzelt, kaputt brutzelt. Okay, das war natürlich, nicht beabsichtigt. Aber, schaut mal, wir bekommen Lego-Bauteile, um etwas zu bauen. Sehr toll. Und daraus wird etwas für Joker und seinem Klappergebiss. So, dann mal rein damit. Mal gucken, wo das jetzt rauskommt. Oh, hier rein. Und explodieren! Was haben wir da jetzt gemacht? Ah ja, damit öffnet sich diese große Tür. Vielleicht sollte hier mal jemand eine Runde dekorieren. Ja, mag sein, aber diese düstere, lavamäßige Atmosphäre passt eigentlich ganz gut. Ja, wie ihr meint, Joker und Harley. Wow! Da flog einer wild durch die Gegend. Okay, ich laufe mal mit Joker weiter. Oh, was ist das denn? Endlich ein Transportmittel für uns. Das scheint irgendwas sehr Wichtiges zu sein. Das wäre da nicht so ein riesen Schutzschild davor. Okay, vielleicht können unsere Fliegenfreunde uns hier helfen. So, mal sehen, wie wir jetzt hier weiterkommen. Entschuldigung, Harley. Ah, hier ist noch eine Blume. Hier können wir etwas bauen. So, mal sehen, was das macht. Gar nichts. Oder? Hä? Was soll denn das jetzt machen? Ah ja, okay. Ich kann jetzt hier noch irgendwie Kräfte einsetzen. Weiter nach links oder weiter nach rechts? Uiuiuiui. Was war das denn? Okay, und jetzt noch in die andere Richtung. Und dann macht sie nur Musik, die Blume. Okay. Eine tanzende Blume. Ist ja auch was Schönes. Lassen wir mal so stehen, würde ich sagen. Gut. Keksechse, danke für deinen Einsatz. Oh, das sind wieder Insekten. Ja, Menschenskinder. Wo wart ihr denn? Teppichdörtchen. Seid ihr frech. So, was haben wir denn hier für eine Maschine? Einfach mal kaputt machen. Und was ist dahinter? Sieht sehr elektrisierend aus. Ich glaube, das werden wir gleich aufladen mit Elektrizität. Ah nein, wir brauchen Harley dafür. Harley, komm mal hoch. Einmal bitte draufklopfen mit deinem Hammer. Sehr gut. Und es gibt Elektrizität. Na, hier explodiert einiges. Und dadurch wird wahrscheinlich das Schutzschild... Ja. Das Schutzschild wurde beendet, geschlossen, ausgemacht, wie auch immer. Jetzt ziehen wir dran, denn da scheint was Wichtiges zu sein. Und? Was ist das denn? Ach so, ein Flugzeug oder sowas? Ein Fahrzeug. Okay, viel Spaß, Joker und Harley. Wir schießen jetzt mal durch die Gegend. Und fahren hier ganz wild die ganze Zeit geradeaus. Uns wird niemand aufhalten. Okay, Kleine. Los geht's. Oh, wer hat die denn im Weg gelassen? Sprengt ihr sie? Also ich muss schon sagen, diese Fahrt hier ist ziemlich lustig. Eine lustige Fahrt erwartet uns. Mal sehen. Also hier wird doch bestimmt irgendetwas passieren. Irgendetwas total Unerwartetes. Oder etwa nicht? Dürfen wir einfach geradeaus fahren? Oder müssen wir die Insekten stoppen?
Wir werden alles stoppen und alles kaputt machen. Wir machen die ganze Insektenwelt kaputt. Seid uns nicht böse, aber wir wollen hier den Planeten verlassen und suchen natürlich den schnellsten Weg, um hier rauszukommen. Boah, die Insekten, die schießen alle auf uns. Vor allem diese Roboter. Wow, 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 hier auf dem Roboter gibt es auch Ärger. Ziemlich gefährlich. Mal sehen, ob wir das ändern können. Zum Glück ist Keksechse da, um hier ein bisschen klar Schiff zu machen. Und ich glaube, wir müssen unseren Roboter wieder mit etwas Energie auffüllen. Und das machen wir wie? Was ist das hier für ein Ding? Ist das ein Schalter? Weiß gar nicht. Geht's hier weiter, liebe Kollegen? Anscheinend noch nicht. Okay, kann ich da runter? Nee. Okay, ich muss nochmal rüber. Irgendwas habe ich gerade nicht beachtet. Ach so, ein Hebel. So, jetzt. Zurück und dann geht's wahrscheinlich weiter. Ah, da bewegt sich etwas. Wir brauchen eine Art Brücke, weil das kaputt ist. Das ist also der Trick an der Sache. Ah, ja. So, dann schießen wir mal weiter. Bang, 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 bang. So, die haben keine Chance gegen uns. Schön reinknallen. Und das Ding auch noch. Und damit haben wir eine Art Brücke gebaut. Denn diese Statuen werden dazu verwendet, dass wir drüber fahren können. Und die fliegenden Insekten müssen wir nebenbei auch aufhalten. Oh, was ist das denn? Ein gegnerisches Fahrzeug, das genauso toll aussieht wie unser Fahrzeug. Von wem wird das denn gesteuert? Wahrscheinlich von diesen Insekten, oder? Alles okay, Harley? Mach dir keine Sorgen, wir schaffen das schon. Genau, das sehe ich genauso. Okay. Alles ist kaputt. Eine große Explosion gibt es hier auch noch. Oh, oh. Ah ja, tatsächlich. Unser Tank ist leer. Aber unser Frischling, also Keksechse, wird das Ganze auffüllen. Moment, jetzt. So, wir sind wieder voll. Der Tank ist gefüllt. Wir können weiterfahren. Ich frage mich, was da vorne passieren wird. Da vorne geht's da rein in den Turm. Da, wo die goldenen Treppen sind. Was wird uns da vorne erwarten? Na, wir werden gleich sehen. Aber erstmal müssen wir hier klar Schiff machen. So, ihr Halunken, ihr komischen Roboter. Glaubt nicht, dass ihr den Hauch einer Chance habt. Schön. Fahr keine Kratzer rein. Bericht. Mein Herr, Apokolips wurde zur Erde gebracht durch eine Art Schallröhrenüberlastung. Lästige ihn nicht damit, Desart. Viel wichtiger ist doch, mein Herr, dass die Gefangenen entkommen sind. Sie sind jetzt auf dem Weg hierher. Erspar uns deine Feigheit, Granny Goodness. Niemand ist eine Herausforderung für Kellyback. Feigheit? Hast du denn keinen Respekt vor dem Alter? Das reicht. Darkseid kümmern sich niedere Belange nicht. Nicht, wenn die Anti-Lebensformel bald mir gehört. Anti-Leben? Oh, das klingt schlimm, Mr. J. Das Crime Syndicate sagt, dass es das Artefakt fast gefunden hat. Gut. Alles andere ist unwichtig. Was ist mit dem Ding los? Wer ist da? Dann sieh es. Ich glaube, wir beide wären ein starkes Team. Wo ist die Justice League, wenn man sie braucht? Dein Gefängnis war zu schwach für uns. Joker, was machst du denn? Letzte Chance zum Aufgeben, Darkseid. Gute Reise. Superman! Euer Fluchtversuch war reine Zeitverschwendung. Wir haben größer als dich besiegt. Wir werden es wieder tun. Wie man bei euch sagt, ihr und welche Armee?
Was? Dachtest du etwa wirklich, dass das hier unbemerkt durch die Galaxie fliegen würde? Haltet sie! Wir hatten Darkseids Legion noch. Ihr sammelt euch inzwischen am Wachen. Holt den Clown! Darkseid, wir haben nicht gepackt. Mhm. Es reicht. Trotz meiner Ankunft bleibt der Plan unverändert. Spielt weiter die Helden dieser Welt und bringt mir den letzten Teil der Anti-Lebensformel. Bald gehört das Universum mir. Jetzt lacht er sicherlich böse. Was ist denn mit euch passiert? Das ist eine sehr lange Geschichte. Na schön, Joker, was ist hier los? Planeten schieben ist eine Nummer zu groß für dich. Wie? Kein Küsschen? Wir haben damit nichts zu tun, ehrlich! Wir wissen nicht mal, was die Anti-Lebensformel ist! Hä? Okay, schlechte Reaktion. Was ist das, diese Anti-Lebermurmel? Die Anti-Lebensformel ist extrem stark. Wer sie kennt, kann jeden beliebigen Planeten kontrollieren. Vielleicht sogar das Universum. Darkseid denkt, sie ist auf unserer Erde. Ich verstehe nur nicht, warum Darkseid die Erde nicht selbst erobert. Warum hat er unseren Austausch arrangiert? Damit unsere Vertretung, das Justice Syndicate, den Planeten in Ruhe absuchen kann. Diese super fiesen Schwindler! Aber hey, jetzt seid ihr echten Helden ja zurück und biegt es wieder gerade, stimmt's? Nein. Ich glaube, es gibt ein Problem. Tja, ich habe schlechte Nachrichten. Die Justice League hat offenbar bei ihrer Geheimmission versagt und uns das beschert. Wir haben auch exklusive Aufnahmen, die zeigen, dass die Justice League jetzt böse ist. Die Öffentlichkeit hat sie sofort verurteilt. Also, es überrascht mich, dass Superman und Wonder Woman böse wurden. Bei diesem Batman nicht. Der war schon immer irgendwie düster. Naja, er hat mich nie das Batmobil fahren lassen. Aber keine Sorge. Es gibt auch gute Nachrichten. Wir sind hier, um zu helfen. Bei uns seid ihr sicher. Wir können keine Hilfe von den üblichen Stellen erwarten. Wir sollten uns woanders Hilfe suchen. Und wieso finden wir nicht einfach Superman? Schließlich hat er viel mehr Superkräfte als du, oder, Batman? Du! Ja! Ich erkläre das zum System-4-Funktion. So, wir kriegen hier einiges zusammen und wow, die echten Superhelden sind wieder zurück. Nachdem sie in der ersten Folge verschwunden sind und heute in Folge 12 sind sie wieder da. Und Darksiders, dieser große, brummige Typ, das ist also der wahre Übeltäter. Das ist der wahre Bösewicht hier in diesem Universum, zumindest aktuell. In diesem Spiel. Und wir müssen ihn aufhalten. Doch dazu müssen wir irgendwie erstmal zurück zur Erde. Zurück nach Metropolis. Und nach Gotham City. Und wir sind wieder hier in diesem Raum. Da waren wir vor 3-4 Folgen erst. Mit Grodd, dem Gorilla aus Gorilla City. Irgendwie müssen wir hier, glaube ich, erstmal klar Schiff machen. Und das Ganze reparieren. Die Frage ist nur, wie. Was gibt es hier für Krempel? Vielleicht können unsere Freunde uns helfen. Wir haben ja hier... Wie heißt er? Aquaman und Green Lantern. Meine Freunde, wahre Superhelden. Jetzt kämpfen die Schurken, die Bösewichte, mit den Superhelden zusammen, um die Welt zu retten, um die Galaxie zu retten. Um die ultimativen Bösewichter zu besiegen. Also das wird auf jeden Fall spannend. Oh, Green Lantern, das war's für dich. So, mal sehen, was das ist. Eine Zange. Und damit können wir... die Kette kaputt machen. Was da drin? Stats und Bausteine. So, wir machen das mal kaputt. Vielleicht ist da was Besonderes dabei. Irgendwie ist da nichts Besonderes dabei. Oh, hier. Elektrizität. Mal sehen, was wir hier aufladen können. So. Oui. Direkt rüber. Und
Der Gabelstapler fährt gegen die Wand. Warum? Schnell mal nachgucken. Oh, hier können wir etwas zusammenbauen. Hier. Ach, wir müssen dieses Ding erst zusammenbauen, weil das kaputt ist. Jetzt wird ein Schuh draus. Jetzt verstehe ich das Ganze. Okay. Dann machen wir mal weiter. Es sind noch wenige Schritte. So, wo ist denn Aquaman eigentlich? Der steht da durch die... Der steht da in der Gegend rum und macht nichts. Ist ja klar. Aber ich glaube, wir müssen mal zum Stapler hin. Denn da gibt es weitere Bausteine, weitere Bauteile. Wir hatten mal B gedrückt und bauen hier wieder etwas für diese Maschine, für diese Zeitmaschine. Für unsere Superhelden. Ah, schaut mal, jetzt gibt es keine Error-Nachricht, keine Fehlermeldung, sondern die Weltkugel ist zu sehen. Aber das ist noch nicht alles. Wir haben noch Kleinigkeiten zu erledigen. So, kann ich mit dem... Oh, ich kann sogar damit fahren, wenn ich möchte. Oh, okay. Oder ich nehme das einfach mit, denn ich bin super stark. Keksexe ist, glaube ich, der beste Superheld. Kein Scherz. Jeder hat so seinen eigenen Stil, jeder hat so seine eigene Kraft, aber Katze hat, also Keksexe hat die beste Superkraft. So, wir bauen mal was zusammen. Und was ist das? Keine Ahnung, was das ist. Etwas für Green Lantern. Aber den müssen wir erstmal hier reinbekommen. Ach, Moment, der kann hier rein. Kann das sein? Der müsste hier eigentlich reinkommen können. So, mal sehen. Ha, natürlich, natürlich, der kann da rein. Der kann sich ja in diese grüne Materie verwandeln. Und jetzt, wir halten B gedrückt. Wow, was baut der denn da? Ein Hamsterrad? Das wäre was für Flash. Der könnte da durchlaufen und Strom erzeugen. Gut, dann eben auf diesem Weg. Die Weltkugel. Energie normal, wir haben es geschafft. Wir haben alles repariert. Keine Fehlermeldung. Es leuchtet wieder alles blau. Und wir können die nächste Mission angehen. Denn da wird es dann richtig spannend. Wir haben die Superhelden zurückgebracht. Und jetzt müssen wir irgendwie Darksiders aufhalten. Die Frage ist nur, wie sollen wir ihn aufhalten? Wir haben so viele Bösewichte. Werden wir das schaffen können? Das erfahren wir in der nächsten Folge. Rechts oben kommt ihr dahin. Einfach drauf tippen und ihr kommt zum Video. Ansonsten nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Katztastisch!